Es ist mittlerweile Tradition. Hertha BSC war bei der Weihnachtsfeier der Kinderonkologie des Helios-Klinikums in Buch. Mit im Gepäck war ein 3.000-Euro-Check für neue Sportgeräte der Physiotherapie. Hey Leute, wir sind hier im Rahmen von Hertana helfen und wollen die Kinder hier schön überraschen. Kommt mal mit. Zusammen mit den Krankenkindern und deren Familie feierten Peers Gelbrett, Pascal Köpke, Physiotherapeut David Demel und Herr Tinio das Weihnachtsfest. Also, tschüss. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Dankeschön. Natürlich kamen auch unsere Jungs nicht mit leeren Händen nach Buch. Schokolade, Autogrammkarten und weitere kleine Geschenke zauberten ein Lächeln auf die Gesichter der Kinder. Das sind viele Kinder, also sie sind schwer krank und hat genug Probleme, genug Stress in normalen so einen Tagesablauf, und dass wir hier kommen kann mit Herr Tinio, er ist der größte Stern hier, und ein bisschen Lachen bringen und kleine Sachen mitnehmen, und wir hoffen, wir alle drei, dass wir ein bisschen den Tag ein bisschen besser gemacht haben. Auch für die Kinder, die ihre Zimmer nicht verlassen konnten, gab es Geschenke, denn unsere Jungs besuchten auch die Station. Mit den Kindern spielen, sie zum Lachen bringen, das schafften unsere blau-weißen Weihnachtsengel. Die Kinder für einen kurzen Moment auf andere Gedanken bringen. Hertha BSC wünscht allen Kindern in der Kinderonkologie des Helios-Klinikums Buch viel Kraft. Und allen zusammen frohe Weihnachten und schöne Feiertage.